Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von This is the Police an Tag 168, dem 29. Dezember in Freiburg. Die Zeitungen schreiben Schlachthaus unter Quarantäne, BSE? Nicht genug Betten im Tierheim und Forschung. Kinder lernen Schlechtes schneller als Gutes. Jo, wir müssen hier immer noch ein bisschen aufpassen bei der Stadtverwaltung. Wir haben immer noch keinen Spitzel, kann das sein? Das werde ich sofort überprüfen. Wahrscheinlich werde ich es in der nächsten Minute wieder vergessen. Egal. So, als ich gestern den Müll rausgebracht habe, bin ich aus Versehen in den Giftsumacht getreten. Heute Morgen fiel mir dann auf, dass meine Füße voller Blasen sind. Blablabla. Der Putzdienst heute nicht in den Toiletten gewesen. Nein. Ansonsten sind alle da. Alles klar. Sehr gut. Wir legen los. Einfach mal wild drauf geklickt. Irgendwas eingeworfen. Letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her, ich weiß nicht mehr, welche CD wir letztes gespielt hatten, deswegen mach ich jetzt mal so. Unser Anteil, 3600, war auch schon mal doppelte, glaube ich, ne? Offizielle Beschwerde der Gewerkschaftsbund. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Angestellten eine offizielle Beschwerde gegen Sie eingereicht haben. Wir sammeln Informationen und machen uns den Umständen des Falls vertraut. Warum denn schon wieder? Ach ja, erstmal eine Geiselnahme. Ein Mann mit einer Pump-Action... Schrotflinte und einem großen Jagdmesser hat das Büro der Trustburg-Versicherung betreten. Er hat sich in eine Ecke gesetzt und verlangt, dass die Angestellten die Polizei rufen. Oh du meine Güte, wir sind dafür nicht versichert, hat der Leiter der Filiale am Telefon geflüstert. Wenn der Spinner jemanden verletzt, werden uns die Arztrechnungen in den Ruin treiben. Wir schicken ein paar Leute hin. So, das wird hoffentlich reichen. Dann Begräbnis von Coleman und Begräbnis von Quash, die Verstorbenen. Dann haben wir erstmal was von der Stadtverwaltung. Auftrag der Gemeinde. Heute wird die Stadt Altpapier und Plastikflaschen einsammeln, um gegen globale Erwärmung oder so einen Unsinn zu kämpfen, den die Hippies erfunden haben. Wir brauchen drei weitere Leute, um beim Sortieren des Mülls zu helfen und uns unterstützen, sollte es zu Zwischenfällen kommen. Müssen wir machen, weil wir haben nur noch einen Daumen, ne? So, hier brauchen wir zwei Detectives. Ein Maler, der mehrere Aufträge im Schlachthaus hatte. Natürlich werden wir machen. Und ehemalige Lagerhausaufseher, auch da schicken wir zwei Detectives hin, um das hier jetzt abzudecken. Dann haben wir noch eine Stelle frei. Sogar zwei Stellen, aber wir haben keinen vernünftigen... Nee. Lass ich erstmal. So, dann wollte... Ach, ich wollte gucken. Genau, bevor ich es jetzt vergesse. Wir haben keinen Spitzel, oder? Nein. Aber, nee, wir konnten gar keinen mehr einsetzen. Kann das sein? Ermittlungen, Angelegenheiten, Stadtverwaltung. Nein. Polizeirevier. Nein. Kirche sowieso nicht. Nicht nochmal irgendwie. Naja. Egal. Erregung öffentlichen Ärgernisses, Kirche. Ein bärtiger Mann in einer weißen Tunika kam in eine Kirche, stellte sich selbst als Jesus Christus vor und hob dann sein Gewand, um laut lachend seinen Penis vor allen Anwesenden hin und her zu schwenken. Ein älterer Priester bat den Mann zu gehen, aber er wich ihm einfach aus und begann die Einrichtung zu zertrümmern. Vater Bernard Jacques hat versucht festzustellen, ob der Mann besessen ist, kam dabei aber nicht weit. Der Priester hatte ein schwaches Herz und die Situation war wohl zu viel für ihn. Jetzt liegt er am Boden und scheint nicht mehr zu atmen. Der Halbnackte ist aber immer noch dabei, hier alles kurz und klein zu schlagen. Ach je. So, die sind bereits vor Ort. Nee, werden die so schon schaffen. Mit der Geiselnahme. Jawohl. Sehr schön. So. Haben wir genau. Hier haben wir jetzt nämlich einmal einen Maler, der mehrere Aufträge im Schlachthaus hatte. Der schlimmste Teil war der erste Stock des Restaurants. Da ist alles furchtbar eng. Alleine kommt man da ganz gut zurecht, aber zwei Leute sind sich ständig gegenseitig im Weg. Also haben wir uns aufgeteilt und unterschiedliche Bereiche des Gebäudes gestrichen. Ziemlich langweilig so. Aber immerhin war es ganz unterhaltsam, durchs Fenster so ein paar wichtigen Typen zuzuschauen. Die haben immer ganze Stapel Bargeld gezählt und in einen Safe getan. Okay. Wir sind auch mal... Da kommt das nächste.
Dann haben wir noch... Ich habe hier 10 Jahre gearbeitet, bevor ich dafür gefeuert wurde, ein bisschen Fleisch aus dem Kühlhaus abgegriffen zu haben. Die hätten das doch eh nur an die Hunde verfüttert. Ich habe über die Jahre eine Menge hier gesehen, aber das Seltsamste ist die unterirdische Verbindung zwischen dem offenen Stall und dem Haus. Wozu brauchen sie die? Denkt der Besitzer, er wäre sowas wie ein Nazi-General, jederzeit bereit, aus seinem Bunker nach Argentinien zu flüchten? Das ist ein ziemlich schmaler Tunnel. Da kann sich immer nur eine Person auf einmal durchzwängen. Er ist auch nicht so gut gesichert. Eine fähige Person könnte die Sicherheit ausschalten und sich einen Weg ins Haus bahnen. Okay, das ist schon mal interessant. Der nächste Anruf. Aydamir Atakanov beschwert sich darüber, dass die Feuerwehr seinen Anruf nicht annehmen wollte, als sein Haus brannte. Ich habe sie 6-mal angerufen. Die Person am anderen Ende hat nur genuschelt und dann kam jemand anderes ans Telefon und sagte, geh zurück in den Haus und verbrenne. Ich habe mich vor kurzem mit der Ex-Frau des Hauptmanns der Feuerwehr, Michael Butt, verlobt und er will sie zurück. Ich weiß, dass das passiert sein muss, weil er Rache wollte. Ich wette, er hat das Feuer selbst gelegt und alles arrangiert. Ja, komm. Ich weiß ja nicht, aber naja. So, hatten wir noch was im Archiv? Nein. Gut. So, die anderen sind wieder da. Schon mal gut. Regung öffentlichen Ärgernisses. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Gut. Was ist das hier? Joseph Oliveira, Diamond Dogs, staatliche Haftanstalt. Jack, mein Freund, das Büro des Bürgermeisters hat mal wieder unser Budget gekürzt und wir haben 5 Wächter feuern müssen. Jetzt haben wir neue Probleme in der Küche. Die Insassen rebellieren wegen der Qualität des Essens. Wenn ich ein paar deiner Cops inoffiziell einberufen könnte, um als Wächter zu arbeiten, käme das wirklich sehr gelegen. Wenn die Gefangenen wieder den Aufstand proben und das jemand außerhalb der Mauern erfährt, ist meine Karriere vorbei. Mein Chef, der Wachen, wird deinen Jungs ein paar Tricks beibringen. Diese Erfahrung wird ihnen bei ihren zukünftigen Einsätzen in der Stadt sicher hilfreich sein. Die Lage ist für uns beide nicht so einfach angesichts der Misskerle, mit denen wir zu tun haben. Also hoffe ich, auf deine Unterstützung zählen zu können. Okay. Erstmal hier gucken. Eine ältere Frau hat ausgesagt, mitten im Einkaufszentrum von jemand belästigt worden zu sein. Ein seltsamer, gekleideter Mann kam auf mich zu und bot mir an, etwas Besonderes für meinen Tee zu finden. Ich bin so schnell wie möglich weggerannt. Okay. Gucken wir uns an. Das ist ja noch eine Weile. Wir lassen den Tag mal voranschreiten und am Ende können wir es vielleicht doch noch machen. Dem in der Haftanstalt helfen. 2 Autos wurden in einem leichten Unfall verwickelt und die Fahrer stiegen aus, um sich die Sache genauer anzusehen. Nach einem längeren Streit griff einer der Männer nach einem Schraubenschlüssel und zog ihm den anderen Mann über den Schädel. Dann rannte er zum Auto des Opfers, in dem er eine verängstigte Frau und 2 Kinder saßen und begann sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Okay. Ja, nee, ist klar. So, dann hier macht Besuch in der Vorstadt. Als er die Polizisten sieht, kommt Michael Wood aus seinem Haus hervor, geht auf den Streifenwagen zu und macht beruhigende Gesten. Bitte dreht um und geht, wenn ihr unsere Arbeit hier zu schätzen wisst. Sich im Namen der ganzen Polizei entschuldigen, ihm einen über den Schädel ziehen und ihn dann verhaften, den Mann verhaften. Ja, wir verhaften ihn einfach. Mr. Wood mustert einen Polizisten, dann stürzt er sich auf ihn und greift nach seiner Waffe. Ist dir überhaupt klar, dass ich ranghöher bin als du, du Hurensohn? Mit dem Taser auf Mr. Wood schießen. Hey Hauptmann, wie wär's, wenn ich dir dieses Rangabzeichen in den Arsch schiebe? Versuchen, den Verdächtigen zu beruhigen. Ja, Taser. Zack. Keine Kompromisse. Sonst geht's noch, mit der Waffe mal eben auf uns zielen. So, wir warten noch eben, bis die anderen wieder da sind. Schwupp. Und dann fahren die mal dahin. Verdächtige Person. Der seltsame Mann im Einkaufszentrum stellte sich als jemand heraus, der den neuen Keks Blue Velvet bewerben wollte. Ja. Fragt sich nur, was für ein Keks. So. Wir haben soeben einen anonymen Hinweis erhalten. Ein paar osteuropäische Frauen werden in Frachtcontainern in den Hafen geschmuggelt. Sie werden von bewaffneten Männern bewacht, die die Frauen als Sexsklavinnen verkaufen wollen. Brauche ich ein paar Männer, wie es aussieht. Es kommen aber nur Anderson und Petzka noch zurück. Und ob die das sogar noch schaffen? Dann
wird das hier schon mal nichts. Wie sieht's hier aus? Das haben die geschafft. Okay, ist schon mal gut. So, dann müssen wir hier die alle schicken mit SWAT. Ich hoffe, das geht gut. Wenn wir Verstärkung brauchen, sind die anderen hoffentlich wieder... Na, wobei, es kommt wahrscheinlich dann doch nicht aus, wenn wir hier noch einen Fall haben. Je nachdem, was es ist. Angriff mit der tödlichen Waffe im Ghetto, das wird auch wieder nicht einfaches sein. Eine Frau berichtet, dass ein paar kräftige Männer einen Obdachlosen auf der Straße gestellt hätten und nur lachend auf dessen Beine einschlagen würden. Oh Gott, einer von ihnen hat gerade eine Waffe aus dem Gürtel gezogen und auf das Gesicht des Obdachlosen gerichtet. Ja, dann müssen wir da auch mal hin. So, jetzt bin ich gespannt. Reicht es? Ich brauche Verstärkung. Ich habe niemanden. Muss so reichen. Jawohl. 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 Okay. Puh. Sehr schön. So, ist der Tag auch gleich tatsächlich wieder um. Prostitution, Brücke. Ein Taxifahrer hat sich über eine Gruppe von Prostituierten beschwert, die jede Nacht bei der Brücke arbeiteten und Fahrer anhielten, was zu Staus führt. Ich bin ein ehrlicher Christ und ich habe genug von diesen Huren. Okay. Warum brauchen wir da so viele? Wir haben gar keine Polizisten, das heißt, wir müssen das eventuell auslaufen lassen. Müssen wir. Doof, so am Ende nochmal. Ich habe auch hier keine Verstärkung. So, Prostitution. Täter entkommen. Jawohl. Zumindest kein Toter. So, haben die es geschafft? Alles klar. Sehr gut, immerhin das. Gut, ein Fall ist uns durch die Lappen gegangen heute. Ansonsten war das ja ganz in Ordnung. Okay, dann beenden wir den Tag. Und dann werde ich auch die Folge an dieser Stelle schon wieder beenden. Ist eine etwas kürzere Folge, ich weiß. Momentan auch aus Umzugsgründen und so habe ich ein bisschen wenig Zeit. Auf der anderen Seite, so kleinere Folgen sind auch mal schneller geguckt. Die Zeit wird auch wahrscheinlich wieder ein bisschen anders. Geduldet euch da, habt ein bisschen Verständnis. Dafür kommt ja auch nicht nur ein Let's Play am Tag, sondern ich habe ja mehrere Projekte auch am Laufen. Und da könnt ihr ja sonst auch mal reinschauen. Ansonsten bleibt gesund, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Darüber würde ich mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Däumchen nach oben wäre auch nicht schlecht. Und ansonsten macht's gut. Ciao, ciao.